Sali zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das ist das Ames-Fenster, eine optische Täuschung von 1951. Ein zweidimensionales Objekt, das einem durchsichtig erscheint. Wenn du jetzt Sachen auf dem Fenster platzierst, sieht es so aus, als ob es gerade hier durchgeht. Da sieht man jetzt die Zündholzschachtel und irgendwie näher und schwebt so vorne durch. Jetzt musst du hier schauen, kommt der Meter. Das Fenster bleibt stehen, das Fenster geht rückwärts und irgendwie geht es durcheinander durch. Obwohl man ja weiss, dass es nicht geht. Wind in Holland. Kannst du eine Sagi kaufen, die sofort aufhört, sobald sie mit einem Finger oder mit einem Hotdog-Würstchen in Kontakt kommt? So. Das ist das Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann.